Ich habe alles vorbereitet, was wir laut Rezept brauchen. Ausnahmsweise koche ich ja heute mal nach Rezept nach, was ich sonst nicht mache. Aber jetzt geht es erstmal darum, die Rezepte mit der App zu testen. Also, wir brauchen 250 Gramm Macaroni, habe ich hier rausgelegt. Penne habe ich genommen, sollte wohl auch gehen. Dann brauchen wir nach Rezept eine Chilischote. Ich habe die schon mal vorbereitet, entkernt. Dann brauchen wir 150 Gramm Cheddar, den ich vorher in der Shred and Slice auch klein gemacht habe. Das hat super funktioniert. Nach Rezept brauchen wir jetzt eigentlich noch 100 Gramm Parmesan. Den habe ich nicht genommen, weil wir es gerne creamy mögen. Ich habe den Parmesan ersetzt durch Emmentaler. Ja, eine Zwiebel noch, die benötigt wird. Ein bisschen Olivenöl hinterher zum Anbraten von der Zwiebel und Chilischote. Nach Rezept brauchen wir außerdem noch 200 Milliliter Sahne oder Creme Fraiche. Ja, und außerdem noch 400 Milliliter Gemüsebrühe und Salz und Pfeffer zum Abschmecken, sowie ganz zum Schluss nochmal dänische Röstzwiebeln zum Garnieren für die Nudeln, wenn sie aus dem Ofen kommen. Ja, soviel erstmal zu den Zutaten und dann würde ich mal die Maschine koppeln und loslegen. So, ich habe die Maschine und das Handy jetzt hier mal schon mal gekoppelt. Im Rezept müsste man jetzt die Zwiebel schon geschält haben, in Würfel geschnitten und die Chilischote, dazu gibt es überhaupt keine Angaben, wohl auch geschält oder geschnitten. Das mache ich natürlich nicht vorher mit der Hand, sondern das kann die Maschine auch. Ich mache also zunächst mal die Zwiebel und die Chilischote in der Maschine. Und dazu setze ich das Ultrablade ein, tue Zwiebel und die Chilischote in den Topf. Dann schließen wir den Topf. Und ich will jetzt mal händisch hier die Stufe 10 würde ich mal nehmen und mache jetzt noch Stufe 11 und mache in der Maschine jetzt mal 20 Sekunden, das reicht vermutlich, und dann schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, das ist sogar ein bisschen klein geworden. Also vermutlich hätten hier auch weniger Sekunden gereicht, aber das ist in Ordnung. Also kann ich jetzt mit dem ersten Guided Cooking Kochschritt weitermachen. So, nachdem ich den ersten Schritt quasi vorgezogen habe und Zwiebeln und die Chilischote auch in der Maschine gemacht habe, habe ich jetzt als nächstes die Geräte nochmal gekoppelt, habe jetzt meine App aufgerufen für Macaroni und schaue jetzt, was ich tun muss. Ich muss jetzt den Misch- und Rühraufsatz als erstes einsetzen. Das habe ich schon getan. Dann Zwiebel und Chili in den Topf geben, die sind ja jetzt schon drin. Und ich muss jetzt das Olivenöl in den Topf geben. Das mache ich jetzt mal hier frei Schnauze. Da braucht man ja nicht viel. Und jetzt sagt mir die App, Deckel schließen. Das mache ich jetzt auch. Ja, und da wir jetzt alle Zutaten für den ersten Schritt im Topf haben, drücke ich jetzt hier mal, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, das ist auf dem Handy schwierig zu sehen, hier die Schritt-für-Schritt-Anleitung starten. Und jetzt sagt mir die Maschine eben hier im Programm, ich hatte es euch ja schon gezeigt beim Video über das Koppeln der Maschine, Bluetooth, Step 1, Programm 1 für Garen, 130 Grad werden gleich von der Maschine eingestellt und das Ganze dauert 4 Minuten. Und wir schauen jetzt mal, ich drücke jetzt mal auf Start. Und nach 4 Minuten sehen wir uns dann wieder und gucken uns das Ergebnis an. So, gleich zu Ende. Ganz schön hier auf der App kann man sehen, die zählt jetzt sogar runter. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, das ist immer schwierig zu fokussieren. Jetzt sagt die App also in 3 Sekunden, 2 Sekunden, 1 Sekunde fertig. Und das ist auch so. Also der erste Schritt ist jetzt abgeschlossen. Die App sagt mir auch, erster Schritt fertig. Und wir gucken mal rein. Ja, das ist auf jeden Fall durch hier. Also schauen wir mal, was wir jetzt als zweiten Schritt machen müssen.
So, ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Jetzt sagt also die Maschine auch genau, was man im zweiten Schritt jetzt tun muss. Ne, Brühe und Nudeln dazugeben, Deckel schließen, verriegeln und wieder auf Start drücken. Das mache ich erstmal gleich. So, ich gebe jetzt die Brühe dazu. So, ein bisschen ausgespült, da die Reste rauskommen. Und die Nudeln. Ja, das war's auch schon für diesen Schritt. So, ich habe eben nochmal eine kurze Pause gemacht, denn was jetzt auffällt, wenn man sich das Rezept anguckt, da steht zwar oben dann im fettgedruckten Text Brühe und Nudeln dazu, die im Deckel schließen. Darunter steht aber noch die 250 Gramm Macaroni, 150 Gramm Cheddar und Parmesan. Steht aber nicht, was man damit tun soll. Also, im nächsten Schritt kommt nämlich dann schon, dass man die Masse in die Auflaufform füllt und da steht nichts mehr von Mischen. Scheint ein Fehler im Rezept zu sein. Also, ich lasse es jetzt mal dabei, dass ich tatsächlich nur Nudeln und Brühe reintue und behalte Käse und Sahne zurück und mache diesen Programmschritt, den zweiten Programmschritt zu Ende und dann mische ich hinterher, um es dann in die Auflaufform zu tun. Dieser Schritt fehlt allerdings leider hier. Wir machen also jetzt erstmal weiter mit dem nächsten Schritt. Ich drücke also auf Start und weiter geht's. So, kurzer Zwischenstand nach 11 Minuten und 40. Ich wollte es euch nur zeigen, die Maschine schmeißt auch nicht Dampf raus hier. Also es macht einen Sinn, wenn ihr mit der Maschine kocht, unter der Abzugshaube zu kochen oder vielleicht am Fenster, denn da kommt schon ordentlich sehr heißer Wasserdampf raus. So, wir sind gleich fertig mit dem zweiten Schritt. 9 Sekunden noch. Es kam keine Anweisung mehr, wie gesagt, für mich. Fehlte dazwischen ein Schritt, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die Nudeln zusammen mit dem Käse kochen sollte. Das heißt, ich habe den Käse draußen gelassen, auch die Sahne. Wir müssen also jetzt die Sachen noch mischen, denn der nächste Schritt ist schon das Einfüllen in die Auflaufform. Wir machen erstmal den Deckel auf, gucken mal. Vorsicht, heiß, sehr heiß. Ja, das sieht auf jeden Fall gut aus und ja, die Nudeln sind auf jeden Fall durch. Vielleicht ein bisschen sehr lang schon drin. Und ich füge jetzt mal einen Zwischenschritt ein, weil ich das eigentlich nicht in der Auflaufform mischen möchte, sondern ich füge jetzt mal den Käse hinzu. Die beiden Sorten, die ich hier habe, den Cheddar und den Emmentaler und außerdem die Sahne hier. Ich tue jetzt ganz bewusst ein bisschen mehr Sahne rein, also nach Rezepte des 200 Milliliter. Ich nehme jetzt diese Menge hier komplett, das sind 250, weil ich auch einen anderen Käse hier verwende. Und jetzt schließe ich den Deckel und lasse in der Maschine die Masse nochmal mischen. So, und dazu muss ich natürlich jetzt in den manuellen Modus, das heißt, ich nehme erstmal die Stufenwahl und würde bei der Menge sicherlich Stufe 6 hier schon nehmen müssen. Ich nehme mal 7 und wähle in der Zeit hier zunächst mal 30 Sekunden. Ich kann immer noch reingucken. Vielleicht reicht das schon. Und drücke mal auf Start. Ja, 30 Sekunden sind um. Ihr seht, wenn die Masse sehr heiß ist, dann gibt es so einen kleinen Timer, so einen Sicherheitstimer, damit ihr den Deckel nicht aufmacht und es noch sehr heiß ist, zur Beachtung. Der ist jetzt auch abgelaufen. Ja, und das sieht doch schon gut aus. Das heißt, der kleine Zwischenschritt mit Stufe 7 und nochmal 30 Sekunden, der hat die Masse jetzt auch gemischt. Ich pfeffer jetzt nochmal, weil Pfeffer bisher noch nicht drin war. Mit Salz wäre ich vorsichtig. Ich würde erstmal nicht nachsalzen, weil der Käse ja doch sehr viel Salz schon enthält und auch die Gemüsebrühe, das reicht uns wahrscheinlich. Also nachsalzen kann man immer noch. Und dann ist jetzt laut App hier der zweite Schritt ja abgeschlossen. Ich drücke auf Fertig. Ja, und jetzt sagt mir die App eben, alles mit Salz und Pfeffer abschmecken, haben wir gemacht. Und jetzt kommt es in eine Auflaufform und wird bei 200 Grad im Backofen gebacken. Und das mache ich jetzt auch.
So sieht das aus, nachdem ich die Masse jetzt aus dem Topf in die Auflaufform gefüllt habe. Und jetzt geht es ab in den Ofen und wir schauen uns das Ergebnis danach an. Ja, das sind also hier jetzt die Macaroni von dem Rezeptbuch, gekocht mit der Bluetooth-Verbindung mit dem Handy hier als Anleitung. Und es sieht sehr lecker aus. Ich habe schon zwischendurch mal ein bisschen probiert. Salz muss nicht mehr ran. Schön scharf, nicht so scharf, aber schön scharf durch die Chili. Und ansonsten sehr sämig. Also kein Auflauf, sondern mehr creamy Noodles. Creamy, scharf, aber nicht zu scharf. Kann man gut kochen. Ja, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.